So viele Fans waren also aus Rastatt angereist, dass sie gar in die Halle nicht mehr hereingelassen werden konnten. Aber am Ende war vor allem die 13 nicht etwa eine Pechzahl für die beiden, sondern eine Glückszahl. Denn seit 1960 ist der Sieg von Ralf Müller und Holger Müller-Omelchenko der 13. Weltmeistertitel für Deutschland. Sechs Paare, die im Finale waren, haben Tanzsport vom Feinsten auf dem höchsten Niveau bei diesen Weltmeisterschaften in